Hallo liebe Dartsportfreunde, die Heroes Shard 90. Zeitlos schön und toll zu spielen. Schaut euch doch mal bitte diesen nahezu ansatzlosen Übergang von dem Point in die Barrel Nose an. Dazu vernünftige Schäfte und Flights. Hey, komm, die glitzern auch so ein bisschen je nach Lichteinfall. Und dann sind es noch 90% Tungsten, prima verarbeitet. Und jetzt kommt's. Der Preis? 44 Euro. Heroes eben. Shard 90. Klar, der Name steht für 90% Tungsten. 44 Euro, finde ich, ist ein knaller Preis für diese Art von wirklich gut gemachten Darts. Gibt es in Soft Dart in 18 Gramm und in Steel Dart in 21, 23 und 24 Gramm zur Auswahl. Barrellänge jeweils 52 mm. Haut auch hin, das habe ich genauso auch nachgemessen. Barrel-Durchmesser wird angegeben mit 7 mm maximal in der 21 Gramm Variante. 7,2 mm in der, die ich hier auschecke, die 23 Gramm, und das kann ich auch bestätigen und zeige auch nachher, an welcher Stelle das ganz genau so ist. Klar, an der dicksten, wovon man normalerweise ja ausgeht, ist aber nicht immer bei allen Darts so, deswegen erwähne ich es jetzt gerade hier bei solchen ausgeformten Darts. Und die 24 Gramm, wen wundert, sind dann nochmal ein kleines bisschen dicker, und zwar 7,3 mm maximal. Bei den Gewichten ist ja Match-Weighted angegeben, also nicht mehr als 0,05 Gramm Abweichung. Ihr seht es auf den Bildern, könnt es direkt nachvollziehen. Bei meinen 23 Gramm Darts haut das auch hin. Schwerpunkt bei diesen Darts ist mittig angegeben, das haut auch hin. Barrel only, wenn ich es hier drauflege, dann sind es nach vorne 26 mm und nach hinten auch 26, also macht genau die Länge des 52 mm Barrels. Schraube ich das mitgelieferte Setup auf, und das gefällt mir by the way ganz gut. Das sind nämlich die Heroes Fusion Grip Schäfte, 40 mm lang, und dazu, ich mag auch die Flights, das Design ist zwar die etwas schmalere Nummer 6 Form, aber schöne Glitzereffekte, eigentlich auch nette Struktur, zwischen so matt glänzend gemacht. Also für den Preis, muss man eigentlich immer wieder betonen, ist hier auch ein vernünftiges, spielbares Setup mit dabei. So, und wie gesagt, wenn ich es draufschraube, dann sind es hier nach vorne dann 29 mm und nach hinten 23. Points sind Standard schwarze, die haben einen Durchmesser von 2,34 mm, bei Heroes immer einen ganz kleinen Ticken kleiner als die üblichen 2,35, die man oft so findet. Schauen insgesamt 26 mm raus, Barrel 52 mm und die Schäfte 40. Die Barrel Nose, ganz klar ein Highlight an diesen Darts. Heroes nennt es Seamless Point Transition. Es ist jetzt nicht so hundertprozentig ansatzlos, eine ganz minimale Kante ist vorne drin, aber diese leicht auslaufende Barrel Nose nach vorne auf den Point, finde ich, ergibt auch vom Gefühl her fast wie so eine kleine Hohlkehle. Wenn man also da mit dem Finger den drauflegt, finde ich, fühlt sich das sehr schön an, zumal diese 8 mm Barrel Nose vorne auch nochmal mit einem ganz feinen Mikrogrip versehen ist. Danach klassischer Ringgrip, aber sehr fein gemacht, fühlt sich wirklich gut an. Ein mittelstarkes Grip-Level, würde ich sagen, 3 von 5, und auch nirgendwo scharfkantig oder irgendwie unregelmäßig gefertigt. Also wirklich präzise, fühlt sich prima an, lässt sich auch ganz toll kontrollieren, gibt ein schönes natürliches Feeling, aber ebenso auch sauber releasen. Durch die Form, die leichte Rundung, kriegt man hier auf jeden Fall auch so seinen Pushpoint, je nachdem, man kann diese Darts prima aus dem Handgelenk chippen, wer das gerne macht. Man kann sie ebenso einfach sauber auch ausführen. Also hier sind wirklich alle Griffarten, auch alle Grifftypen, auch ganz gleich, ob du vorne, Mitte oder hinten greifst, können sich hier austoben, oder umgekehrt, finden mit Sicherheit hier einfach ihren Griff am Dart. Nach hinten sind es nochmal 4,5 mm glatt, da ist das Heroes-Logo drauf, und wenn ich mal ganz grob so über das Durchmesserprofil gehe, da sind es direkt hinter der Barrel Nose jetzt bei mir gemessen 6,25 mm, also da ein bisschen schlanker, man sieht es ja auch an der Linie. Ungefähr da, wo der Schwerpunkt liegt, in der Mitte, sind es auch nachgemessen die 7,2 mm, die Heroes auch angibt. Und dann nach hinten, klar, zum Schaftende wird es wieder schmaler, und da sind es dann hier 6,15 mm, genau vor diesem Unterbrecher. Ja, in der Praxis natürlich ein paar Darts aufs Board.
Ich muss sagen, mir gefallen die auf Anhieb ganz gut. Von der Form, von der Grip Art, da ist jetzt nichts, was mich irgendwie stört oder wo ich das Gefühl habe, so, oh, das ist jetzt durchgängiger Grip. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich mich hier mit meinen Fingern orientiere. Ich finde, das kriegt man hier relativ schnell raus. Man probiert ja immer erstmal ein paar Grade aufs Board zu kriegen. Wenn es halbwegs passt, die Höhe dann aufs Triple oder dann halt auch die enge Gruppen. Idealerweise alles drei. Das hier war ein bisschen linkslastig, aber ich denke, man sieht schon mal ganz gut, dass die Darts an sich in eine schöne Gruppe kommen können. Ja, klar, das war keine 180. Das ist jetzt hier so in dem Feld, wo es dann passen sollte. Ist an sich eine schöne Aufnahme. Ich habe aber gemerkt, obere Bordhälfte, das hat für mich dann nach einer Zeit ganz gut funktioniert. Untere Bordhälfte eigentlich auch, das sind hier Aufnahmen, die halt zeigen sollen, okay, an sich Schwung, Gruppierung ist jetzt nicht so verkehrt. Aber vom Zielen, vom Gefühl dachte ich mir, okay, das Setup ist noch nicht so ganz passend, denn die kommen irgendwie gerade da unten immer einen Ticken zu tief, wie ich es normalerweise irgendwie gewohnt bin. Bullseye war es sehr ähnlich, das hat einfach nicht funktioniert, deswegen habe ich mein Setup gewechselt. Ich bin auf ja die Schäfte, die ich halt immer gerne dann nehme in solchen Fällen, die 180 Weiß-Schäfte mit jetzt, das sind Amazon-Flights, aber halt größere Standard-Flights. Und dann sehe ich hier auch direkt auf dem Bullseye auf Anhieb, das klappt gleich besser. Ich habe einfach ein bisschen mehr Auftrieb durch die größeren Flights und das ist genauso wie hier die Spielart, die ich mag. Oben am Draht den ersten platzieren und dann eigentlich über den Flight den anderen mit drin landen. Und das hat dann auch oben in der Höhe gut funktioniert. Und das ist deswegen, es gab mal so eine Frage auch in der Community, Olli, warum wechselst du denn immer wieder so deine Setups? Weil ich es halt genau hier manchmal merke und für mich dann ausprobiere. Hier zeige ich es auch an. Ja, genau, so spiele ich immer gerne. Oberen Draht und dann eigentlich danach folgen lassen. Der steckt jetzt eher in der Mitte, das ist jetzt nicht so optimal. Ich glaube, den kriege ich dann auch nicht so direkt rein. Ja, der geht daneben, weil noch Platz ist. Aber ja, ich glaube, maximal eine 135 ist mir jetzt hier im Spiel geglückt. Die 180 wollte nicht so ganz. Aber ich suche ja nochmal einen Abschluss. Ich glaube, Doppel-Doppel versuche ich jetzt hier. Ja, war am Draht. Steckt auch ein kleines bisschen anders. Ja, kann ich den jetzt nicht direkt folgen lassen. Und darum kriege ich den letzten auch nicht rein. Aber was soll's. Also ich finde, schöne Darts und die Heroes Chart 90 bestätigen auch nochmal einen ganz großen Trend, den man zumindest bei Darts Launches in diesem Jahr beobachten kann. Nämlich sehr viele Torpedoformen oder eben ausgeformte, also diese ganzen Scalloped Darts mit Griffmulden. Mir gefallen die Chart 90 definitiv sehr gut, ist von mir auch ganz klar eine Empfehlung. Und ich habe eh schon länger ein bisschen auf die Heroes NX 90 gekostet, genauso 90% Tungsten-Dart, kostet nur 44 Euro. An sich auch sehr schöne Grip-Art, so Doppelring-Grip mit einem etwas feineren Dreifachring-Grip. Naja, und prompt ist neuer Heroes-Launch und es kommen jetzt die Chart 90 raus, wo ich persönlich auch als Highlight hier nochmal sehe, dieser wirklich ansatzlose Übergang, nahezu ansatzlos, ist wirklich eine minimale Kante. Und Heroes nennt das ja Seamless Point Transition. Sind schnörkellose Beauties und wie gesagt, ich kann sie eigentlich nur empfehlen. Weil klar ist klassischer Ringgrip, aber dafür auch sehr fein, nirgendwo irgendwie scharfkantig, wunderschön gemacht, im Prinzip auch über das komplette Barrel, außer jetzt die letzten 4,5 mm, die halt glatt sind mit dem Heroes Logo am Schaftende, aber ansonsten für jeglichen Griff und jeglichen Spielertypen geeignet. Ganz gleich, ob du eben vorne, mittig, hinten, wie auch immer greifst. Eine Alternative dazu sind jetzt aus meiner Sicht aus dem aktuellen Winmore Launch die Spielerdarts von Willie O'Connor, weil auch 90% Tungsten hat auch einen sehr schönen Übergang von der Spitze in die Barrel Nose, dazu eben günstiger Preis von 45 Euro und sie ist nicht ganz so bauchig, das ist eine bisschen schmalere hinten, aber ganz, ganz leicht tapert auslaufende Form. Aber bei Winmore gibt es die Willie O'Connor nur in 23 Gramm und bei Harrows, bei den Chart 90, hast du immerhin noch die Auswahl zwischen 21, 23 und 24 Gramm. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, wie ihr solche Darts findet oder vielleicht habt ihr ja auch einen schönen Dart, einen günstigen, preisgünstigen Dart, ganz gleich ob Spielerdart oder auch Seriendart, den ich mir nochmal näher anschauen soll und der womöglich auch ein Tipp für die Community ist. Und damit bin ich durch, freue mich wie immer über eure Kommentare und Anregungen. Lieben Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, good Darts, euer Olli.